Unser heutiger Tag der offenen Universität ist gewissermaßen die Abrundung, ich würde sagen ein Höhepunkt der Woche der Wissenschaft hier in Niederösterreich. Wir hatten gestern in Grafenegg die Wissenschaftsgala, wir hatten heute Vormittag schon 10 Jahre Wassercluster in Lunz. Also es zeigt, wie vielfältige wissenschaftliche Aktivitäten in Niederösterreich stattfinden und die Donau-Universität Krems ist ein wichtiger Teil davon. Ja, wir kommen aus diesem Grund heute zum Tag der offenen Uni, weil wir eine Enkeltochter haben und wir wollen, dass die sich ein bisschen informiert, damit sie später mal keine Hemmnisse hat, auch Universitäten zu betreten und für ihre Bildung besser informiert ist. Wir waren schon bei der Hüpfburg, haben wir sehr, zu viert waren wir schon beim großen Fußballspielen, klettern waren wir schon. Und auf der Matte da hinten sind wir auch schon gewesen. Was man hier hinter mir sieht, das sind Stationen, wo es zu einem Zusammenspiel zwischen Bevölkerung und Universität kommt. Auf der einen Seite zeigen wir in Stationen Forschungsbereiche, Themenbereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Gleichzeitig aber auch laden wir heute unsere Gäste ein, gemeinsam mit uns zusammen an Fragestellungen, die relevant sind für die Gesellschaft, die die Menschen interessieren, zu arbeiten. Wir zeigen hier einen von uns entwickelten Energiemengenzähler, der die besondere Eigenschaft hat, dass er wie eine Manschette, wie meine Hand hier herumgreift und nicht das Rohr aufschneiden muss, wie hier ein konventioneller Sensor das macht. Und eingesetzt werden soll dieser Sensor dann, um in Gebäuden die Heizungsanlagen zu optimieren und damit Energie zu sparen, um Kosten zu senken, natürlich aber auch um die Umwelt zu schonen und zu entlasten. Der Innovation Award, den haben wir eingerichtet, um zu zeigen, wie viel Anwendungspotenzial in unserer Forschung steckt. Wir sind ja als Donau-Universität Krems sehr nahe mit unserer Forschung an den gesellschaftlichen Herausforderungen. Es ist auch für unsere Studierenden eine schöne Gelegenheit, sich Gedanken zu machen, auch über die Verwertbarkeit und über die Anwendbarkeit ihrer Forschungsergebnisse.